Als Neo-Vedanta bezeichnet man moderne Strömungen im Vedanta. Und es gibt zwei Strömungen, die als Neo-Vedanta bezeichnet werden. Das eine sind Vedanta-Richtungen in der Tradition von Ramakrishna und Paramahamsa Ramakrishna und Swami Vivekananda. Und die zweite ist die Neo-Advaita-Bewegung, die sich gerne auf Ramana Maharshi bezieht. Neo-Vedanta als Neo-Advaitins nach Ramana Maharshi. Ramana Maharshi war einer der ganz großen Yogameister des 20. Jahrhunderts. Er hat die Erleuchtung erreicht ohne systematische Schulung der Vedanta-Schriften. Er hat die Einheitserfahrung gehabt und hat andere Menschen geholfen, diese Einheitserfahrung zu machen. Zum einen allein durch die Kraft seines Energiefelds, Bewusstseinsfeldes, und zum anderen dadurch, dass er sie ermutigt hat, frag dich selbst, wer bin ich? Wenn Menschen ihn irgendetwas gefragt haben, seine Antwort, die oft von innen heraus dann kam, war, frag, wer hat diese Frage? Wem geht's nicht gut? Wer ist ärgerlich? Und so weiter. Und so hat er Menschen zur Einheit geführt. Und viele sind von Ramana Maharshi inspiriert worden und haben eben dann auch ohne Sanskrit-Begriffe und ohne viel intellektuelle Schulung Menschen dazu bringen können, die Einheit zu erfahren. Und so gibt es diese ganzen Neo-Vedantins, die manchmal auch als Neo-Satsang-Bewegung bezeichnet wird, von denen es dann auch heißt, dass durch die Präsenz des Lehrers Menschen in die Einheitserfahrung hineingeführt werden, wo dann Meditation und Bewusstseinsöffnung die wichtigsten Praktiken sind. Neo-Vedanta als Bezeichnung für den Vedanta von Swami Vivekananda. Swami Vivekananda nannte die Zentren und Seminarhäuser, Ashrams, die er gegründet hat, Vedanta-Centers. Und diese Vedanta-Zentren lehrten also Vedanta im Sinne der Einheit. Aber Vedanta eingebunden im ganzheitlichen Yoga. Mit Bhakti-Yoga und Karma-Yoga und Raja-Yoga. Alles zusammen ganzheitlicher Yoga, wo dann auch Vedanta dazugehört. Und von den sogenannten traditionellen Vedantins wird dann diese Richtung manchmal als Neo-Vedanta bezeichnet und manche Indologen und Religionswissenschaftler folgen dem. Die Ramakrishna-Anhänger selbst finden diese Aussage nicht richtig. Sie sagen, Vedanta ist eigentlich schon seit upanishadischer Zeit immer wieder verbunden worden mit Meditation, uneigennützigem Dienen und auch Hingabe. Sie folgen also dem klassischen Vedanta, welcher umfassend ist. Manchmal wird Neo-Vedanta dann auch als Yoga-Vedanta bezeichnet und letztlich Yoga-Vidya, die Tradition, aus der ich stamme, folgt dieser Yoga-Vedanta-Richtung. Und auch ich würde mich jetzt nicht als Neo-Vedantin bezeichnen, aber als Yoga-Vedantin. Bei Yoga-Vidya gibt es aber auch die Vedanta-Puristen, die sich dann gerne als traditionelle Vedantins bezeichnen oder Shankaracharya-Vedantins bezeichnen, die sagen, wir kommen zur höchsten Einheit durch das Studium der Upanishaden und des Brahma-Sutra und der Bhagavad-Gita, vorzugsweise alles mit den Kommentaren von Shankaracharya oder auch durch das Beschäftigen mit anderen Werken von Shankaracharya wie Atma-Bodha, Aparoksha, Anubhuti und Tattva-Bodha.